Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Ja, wie ihr seht, wir sind hier nicht im Wald, oder vielleicht doch, aber wir sind hier mitten in einem verlassenen Militärcamp in Nordrhein-Westfalen. Und das Ding hier, das soll mehrere Hektar groß sein. Wahrscheinlich das größte hier in der Region überhaupt. Ja, bei mir ist der Christoph und die Aline. Die wollen aber nicht gefilmt werden. Jetzt kann ich aber rein, ne? Ja. Bist du live, Micha? Nee, nee, ich mache ja Videos für YouTube. Hm? Jetzt gehe ich mal in das erste Gebäude hier. Was auch immer hier mal war. Alles schon geplant hier. Da sind viele Baracken hier. Es soll auch eine Kirche oder Kapelle hier geben. Mal schauen. Ach, ich muss erstmal den Eingang finden. Ja. Schon schön zugewachsen. Ja, das steht schon lange leer. Hier inzwischen Lampe rausholen. Ja, dieses Camp, das wird auch Camp Hittfeld genannt. Nach dem gleichnamigen Ort hier. Viele kleine Räume. Oh, ist das schon kaputt. Ich weiß nicht, wie lange das schon leer steht. Also, da geht es nicht weiter. Aber es ist zugewachsen. Hier sind wir bestimmt mehrere Stunden, wenn man alles sehen will. Da ist die Elli und der Christoph. Hier kommt schon die Natur durch. Gleisanlagen sind, könnte schon sein. Ja, das war das erste Gebäude, das erste Großgebäude. Nein, die Häuser, das sind der Baracken, die sind jetzt zum Teil schon eingestürzt. Da muss ich ja auch nicht sein. Was ist das?
Ach so. Ich da jetzt rein. Mal gegen es von außen anschauen. Ich kann mich gar nicht hin, das ist zugewachsen. Mal eben Pause machen. Nächstes Gebäude. Ist schon die ganze Decke runtergefallen. Ah, ich hätte es gebrannt überall. Da gehe ich auch nicht rein. Auch hier das Gebäude ist schon interessant. Doch eine Halle. Boah, das ist ja mega krass hier. Hier wurden bestimmt die Fahrzeuge repariert. Eine Grube. Ach, da hinten ist noch eine Halle. Da geht die immer weiter hier. Noch eine Halle. Ich glaube das gar nicht. Hallen ohne Ende. Ja, da hinten sind noch andere, vermutlich Urbexer oder Fotografen. Wir sind auf jeden Fall nicht alleine. Oh, eine Riesenhalle.
Ups. Ja, also immer diese Stolperfallen. Weiter geht's in diese Halle. Die sind ja riesig. Spinnenweben gibt es hier auch. Seht ihr jetzt hier die Halle gegenüber? Was wird das machen? Traktor? Vielleicht? Noch eine Halle. Das war gar nicht, wo man zuerst filmen soll. Geht nach oben. Ja. Viel Spaß. Ja, das ist schon mal Lost Place, ne? Ich kannte das ja auch nicht, ne? Ich hatte es ja auch nur vom Hören sagen, aber ist schon ordentlich, ne? Ich glaube, hier fliegen Drohnen. Ich meine, sowas gerade gehört zu haben. Ich habe meine war heute nicht dabei. Ja. Das sind Drohnen, Piloten. Ja, das ist natürlich so ein Riesenamt-Spielplatz hier. Ja. Naja, man kann sie sehen.
Ja, könnt ihr sie sehen? Gehen wir mal hoch und die Jungs mal begrüßen. Morgen! Könnt ihr sie hören, sehen? Das kann man die sehen. Das Hobby. Ja, kurz die Drohnenpiloten begrüßt, wenn man schon mal hier ist. Ja, man muss ein bisschen aufpassen, wo man hier läuft. Die sind überall Schächte offen. Hier muss man immer auf so eine Schicht aufpassen, ne? Ja. Sonst wird's aua. Oh. Und spät unten. So sehe ich morgens aus, dass ich keinen Kaffee kriege. Ja, und weiter geht's. Riesige, unendliche Hallen. Schöne Graffitis, sehr schöne Graffitis. Wie hieß das? Tweety? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Sag mal, wie hieß er nochmal? Tweety? Ja. Weiß ich gar nicht mehr. Tweety. Tweety, ne? Comic-Figur. Und die Schnecke, wie hieß die noch? Ja. Ach, ja. Silvester noch dabei. Silvester, ne? Vielleicht kommt der hier noch irgendwo. Mr. T habe ich aber noch nicht gesehen hier. Kommt vielleicht noch. Mr. T, ja, den siehst du überall, ne?
glaube, die hat noch keine Location ausgelassen. Das ist so. Du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst, nee, zu filmen. Das ist. Am besten ist mit so einem Golfkart hier deutsche und einen Eintritt verlangen. Aber die besten Graffiti sind in Solingen. Ohne jetzt den Ort zu nennen. Da weiß ich den Namen auch nicht mehr. Jetzt gehe ich erstmal die andere Halle. Aber nichts hier auslassen, ne? Und alles ist best verseucht. Na, gefällt euch, gefällt es dir gar nicht, ne? Ne, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, das dachte ich noch. Überhaupt nicht. Der Oberknaller. Wahnsinn. Da staunt man schon Bauplätze, das wird hier cool. Ja. Und dann siehst du das. Oh ja, das ist ja mal so ein Türmchen. Gucken, ob ich irgendwie reinkomme. Hier. Jetzt komme ich nicht von der Seite hier rein. Nein, das ist falsch. Gucken, wo die den Eingang versteckt haben. Ich will ja nicht über ein Fenster klettern. Die Drohne hört man bis hierhin. Das ist ja ein Riesenplatz hier.
Guten Tag. Wenn alle Stricke reißen, bleibt die Borderline. Achso. Das Dach kaputt. Noch ein Eingang, hab ich gar nicht gesehen. Auch schöne Toilette, wunderschön. Wächst schon das Gras rein. Ja, ich mache immer so abschnittsweise, das, in einem Videoschnittprogramm füge ich das dann zusammen, weil 3 Stunden Videomaterial, das guckt dann auch keiner, ne? Also ein Video maximal einen Teil vielleicht eine 3/4 Stunde oder eine Stunde, aber dann ist auch Schluss, weil sonst ist dann nachher einer eingepennt, ne? Da muss ich den zu dem hinfahren, die aufwicken. Ja, nächstes Gebäude. Schön kühl hier drin, ne? Ja. Ah, hier stinkt es wohl. Jetzt aber erst vor kurzem gebrannt. Boah. Das ist aber. Boah, das stinkt. Der unzähligen Gebäude.
Feuer gemacht haben. Mhm. Das hast du mittlerweile überall mit dem Feuer, ne? Hier geht es noch eine Etage tiefer. Also. Ich muss mir eine Lampe holen. Eine Sekunde. Ziemlich feucht hier, der Keller. Macht Schuhe dreckig. Ja. Was ist das hier? Ja. Ah, gibt es denn sowas? Das ist das Gebäude von außen. Oh, das ist ja unendlich hier. Wahnsinn, Leute. Absoluter Wahnsinn. Hier kann man sich totlaufen. Jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwo hier die Kapelle finden. Da ist noch so Baracken, aber die sind alle eingestürzt. Das ist eine Baracke. Hier ist eine. Eine Baracke. Meine Güte. Kapelle voraus. Da ist die Kapelle. Da sind noch mehr Gebäude.
Ich hätte auch den Weg gehen nehmen können. Der wäre einfacher gewesen, der Weg hier. Hier ist er endlich. Endlich haben wir die Kapelle gefunden. Aber ohne Dach. Kein Dach mehr da. Hilfe. Ja, das war doch der Tag. Ist doch schade, ne? Dass sowas kaputt ist. So, nächstes Gebäude. Auch wieder eine Grube. Boah, es sind wahnsinnig viele Mücken hier. Boah, jetzt haben wir aber was rausgelassen. Ja. Ja. Das wäre auch ein bisschen abgeschmackt, wenn die das geklaut hätten. Von hier siehst du nämlich genau. Ja. Eigentlich müsste es doch auch hier Bunker geben, ne? Theoretisch ja. Ist nur eine Frage, ob man den findet. Stehen ja keine Schilder, hier ist ein Bunker, ne? Nee, war doch nicht. Zum Bunker bitte da lang. Zum Bunker links. Ja. 100 Meter rechts. Jo. Ja, die nächste Halle. Voraus.
Ist das Wahnsinn. Da ein Gebäude, hinten ist ein Gebäude, hier ist ein Gebäude. Ach du ahnst es nicht, für eine lange Halle. Da ist noch eine. Da ist auch noch eine. Boah, die ist ja bestimmt über 100 Meter lang, diese Halle. Jetzt fängt es also an, hier warm zu werden. Ja. Ist schon wieder Weihnachten. Beim nächsten Mal bringe ich ein paar Kugeln mit. Aber hier wird auf jeden Fall nochmal, definitiv nochmal hier hinfahren. Mit einer anderen Crew. Wir wollen es ja auch sehen. Video alleine. Ist ja nicht schön. Das muss man vor Ort sehen. Dahinter noch ein Bett. Hier dahinter ist geil. Da dahinter, 50 Meter, ist wieder ein nächstes Gebäude. Das kann auch noch nicht so alt sein. Ah, 2021, ja gut. Sieht so frisch aus. Den brauche ich wohl auch nicht vorzustellen. Schade. Den Feuer zum Opfer gefallen. Nächste Halle. Wofür haben die so viele Hallen geborgt? Hauptsache, man kann hier seinen Müll aufladen.
Die ist auch über 100 Meter lang. Boah. Wie läuft man sich an Wolf? Jo, weiter geht's mit dieser Halle. Ich glaube, man kann es auch so sehen. Mal schauen, wo die Kameraden sind. Hilfe! Die haben mich allein gelassen. Echt jetzt? Sind sie noch gar nicht so lange hier? Oh, hier ist der Keks drin. Gut, die hat einen Keks reingetan. Auch jemand einen Keks? Hinter den Bäumen sieht man das manchmal gar nicht richtig. Du bist auch schlafen von dem Ganzen hier. Ja, ja, klar. Ja, jetzt muss ich leider ohne Gimbal weiter filmen. Mit Kabel, das funktioniert nicht. Jetzt ist das natürlich nicht mehr ganz so stabil. Auch verwackelt. Aber es sollte wohl gehen.
Das muss ich ja. Die können ja meistens nicht operieren, die Augenärzte, ne? Guten Tag. Du hast mir gerade einen drüber ziehen, ich weiß. Mal die nächste Halle. Oh, hier hat jemand einen Pfad geschnitten. Die da rechts ist eingefallen, da brauche ich jetzt nicht hin. Spraydosen ohne Ende. Das ist schön hier. Oh, jetzt zieht ein schönes Lüftchen hier durch die Halle. Ah, das ist sehr gut. Ja, wir sind hier nicht alleine. Kommt gerade ein junges Pärchen, wenn es zu. Ich glaube, die machen hier ein Picknick. Picknick im Lost Place. Ich sage, man ist nie alleine im Lost Place, ne? Da hinten sind noch zwei. Die machen hier ein Picknick, ne? Oder wie man das nennt, ne? Ja, aber keine Kohle.
Ne, ich muss hier rein. Die haben mich zuerst gesehen. Die haben Angst, dass ich eine Kartoffelsalat wegnehme. Ist das hier schon das Ende? Das kann ja nicht sein, ne? Ja, ja, die sind zu klein. Das ist so schick. So, nächstes Gebäude. Das nimmt gar kein Ende hier. Ja, ehrlich jetzt. Wir haben vielleicht die Hälfte. Klein bisschen Kaminholz hier, ne? Da ist noch eine Halle dahinter. Oh, ist immer eine. Hallen ohne Ende. Oops. Kann ich hier rüber? Ja, weitere Halle. Halle an Halle. Schön ist, dass hier auch viele Comicfiguren sind.
Pokémon. Wie jetzt hier heißt, weiß ich gar nicht mehr. Eine weitere Halle. Nur noch pass. Aufpassen, wo man hintritt. Ihr macht mir einfach arbeitslos, ja, genau. So, da kommen jetzt andere Leute, da muss ich mal eben die Kamera ausmachen. Ja, eine weitere schöne Halle. Leider geht es jetzt langsam mit dem Akku zur Neige. Wir sind jetzt 2 Stunden hier. Ich weiß nicht, ob das ein Riesenhalle ist. Oh, jetzt geht es aber schnell mit dem Akku. Jetzt geht das schnell. Das muss ich alles noch haben. Ja, oh, das sieht mega aus. Leute, das sieht doch mega aus. Oh. Ja, eine weitere Halle, ne? Halle, Halle an Halle. Eine geht noch und immer wieder eine neue. Das ist so riesig, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und hier ist außer uns nur ein, zwei Personen. Dann noch die 3 Drohnenpiloten. Ich glaube, die sind doch mittlerweile weg. Ich höre die Drohnen nämlich gar nicht mehr. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was das hier mal war. Sensemann. So, jetzt muss man schauen, wo meine Einheit ist. Ja, geht ja noch. Ja, der Gimbal hat schon aufgegeben. Da ist der Akku leer. Immer diese Fliegenpflanzen. So. Bis gleich zur nächsten Halle. Ja, jetzt sind wir in einem weiteren Gebäude. Wir sind aber nicht ganz klar, was das für ein Gebäude sein könnte. Hier sind sehr viele Einbauschränke, das Büros sind. Überall Toiletten.
sind Verspecken überall gewesen. Ja, Wohnstube wird das nicht sein. Auf jeden Fall schon ein sehr altes Gebäude. Überall. Auch wieder. Keine Wohnräume gewesen sein. Eine Toilette. Hinter mir stehen. Ja, wir sind nicht mehr alleine. Was für Jugendliche an Party People. Oh. Wo sind sie? Die Kinder oder? Ah, ich glaub's manchmal nicht. 1, 2, 3. Eine ganze Familie. Zwei Familien. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. 9 Personen. Ja, herzlichen Glückwunsch. King and all those plays. Ja, ja, ja. Als wenn es nichts Besseres gibt. Badewanne drin. Dusche. Ja, da kommen sie jetzt gerade hier vorbei. Kostenlose Abenteuer, Spielplatz. Guck dir die Stimme an, ne? Ja, Freunde, wir haben es gefunden. Und zwar ist das hier das alte Theater. Und ich stehe hier in der Lobby drin. Seht ihr? Hier ist der Haupteingang gewesen. Hier kamen sie alle durch. Ein Prophet schon. So. Zeige ich euch das hier mal. Das ist das alte Theater. Das wird die Bühne gewesen sein. Hier ist auch wieder eine Comicfigur. Ah, den Namen weiß ich jetzt nicht. Da ist noch ein Gebäude, da vorne ist noch ein Gebäude, da ist ein Kamin. Da hinten sehe ich noch ein Gebäude. Leute, das nimmt kein Ende. Da in dem Gebäude, da ist die Eileen. Die gehört aber nicht zum Gebäude. Die nehm ich schnell wieder mit. Oh. Wo ist die Decke hier hoch? Ah, das ist die Bühnentechnik. Seht ihr das? Kann man das sehen? Das ist die Bühnentechnik. Da gehen die vorne hier rauf und runter.
Das ist das alte Theater. Ja, ein nächstes Gebäude, was auch immer das war, steht die Sanitär bei mir hier. Da ist die Lüftungsanlage. Was das hier noch war, das Ende ist im Boden. Aber schon ziemlich kaputt. Was mag das mal gewesen sein? Bitte? Was mag das mal gewesen sein? Ja, frag ich auch. Alles gefliest hier, der Boden. Ja, ich kann mir überlegen, ob das... Kantine vielleicht, ja. Da mal. Die Richtung. Nein. Hier ist nicht alles gefliest. Ja, das hat irgendwie... Irgendwie eine Theke hier. Ich denke, es ist eine Kantine gewesen, ja. Ja, das ist nur schade, dass da kein Stück dran steht. Mhm. Ja. Nee, ich stehe ja auch mit, damit auch nicht passiert. Ja, ja. Aber manchmal habe ich auch keine Lust, in den Keller zu gehen. Und dann lasse ich es auch mal alleine. Ja, ist nicht... Ich sage immer, du musst schreien, wenn man ist. Ja, dann kommst du auch schnell. Du musst schnell laufen können. Ja, ja, klar. Aber ich bin halt immer leid, immer die Angst, die sie dann auch dabei haben. Ja, ich kann es aber auch nachvollziehen. Da sind ja noch mehr Hallen. Du, ich gehe hier vorne in die Halle rein. Das nimmt doch kein Ende hier. Boah, hier läuft man sich ja zu Tode hier. Doch irgendwo hier auch einen Bunker geben, das kann mir doch keiner erzählen. Das ist nur die Frage, wo doch. Ach, da hinten runter geht es auch noch weiter.
ist das denn hier für eine Mauer? Ach, das ist auch noch ein Gebäude. Ja, ich weiß es nicht. Vor die Schacht. Kein Bunker, ja. Oh, der ganze Dach ist runtergekracht. Ne, da muss ich auch nicht hin. Dann gehen wir mal in die nächste Halle rein. Was uns hier erwartet. Kleiner Rund. Und das ist aber ganz frisch gesprüht worden. Da hinten das wahrscheinlich. Das ist anstrengend, Leute. Hallo, guten Tag. Ich bin nicht verloren gegangen. Sag mal, es nimmt gar kein Ende hier mit den Hallen. Da sind wieder Jugendliche. Nein, hier sind wir nicht alleine. Wir sind bestimmt mittlerweile über 20 Leute auf dem Gelände hier. Drohnenpiloten, einen Motorradfahrer habe ich eben gehört, dann noch eine Familie mit Kindern. Man ahnt es nicht. Hier die Jugendliche.
Nächste Halle. Ja. Oh, die ist auch über 5 Meter lang. Motorradfahrer. Zwei, drei, vier Motorräder. Hallo. Hallo. Oder? Nee, sind nur 3. Ach, das ist ein großer Abenteuerspielplatz hier. So ein Mädel dabei. Na, ja, wohnen wir nicht. Kamen auch nicht von hier. Die waren auch was weiter weg. Drei Motorradfahrer. Ich hab gar keine Panik zu spielen. Nee, das, ich hab gerade auf Kennzeichen geguckt, die kommen eine Stunde von hier. Ja, hab ich gesagt, die fahren schon die ganze Zeit am Die sind auch nicht von hier. Ich hab gesehen, wie schön war. Nicht so trocken weglaufen. Ja. Ja, Freunde, das war's hier von dem schönen alten Militärcamp. Ja, der Familienausflug ist beendet. Sie sind also voll, Speicher sind leer, Karten sind voll. Da ist noch eine Familie hinter uns. Hier braucht man keinen Eintritt zu bezahlen, Parkgebühr auch nicht. Alles inklusive. Ja gut, das war's. Kanal bitte abonnieren, Glocke aktivieren. Dankeschön. Tschüss.